Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Mann zu Mann, der Podcast für dein Mannsein 2.0 von Tino und mit meinen Gästen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Mann zu Mann. Wenn du YouTube schon siehst, dann siehst du ihn schon in die Kamera lächeln. Er ist heute vor meinem Mikrofon. Er hat mir auch gerade gesagt, dass er gerade wieder frisch in Deutschland aufgetaucht ist und sich so ein bisschen wieder hier einfindet. Und ich sage erstmal ganz herzlich Hallo, John Aigner. Schön, dass du bei mir im Podcast bist und ich erzähle gleich ein bisschen mehr über John Aigner. Ja, grüße dich, Tino. Tino, schön, dass wir uns mal wiedersehen. Das ist jetzt schon eine Zeit her, wo du bei mir im Workshop warst. Und ich freue mich sehr, was du hier aufgezogen hast mit diesem großartigen Podcast und den so kontinuierlich durchziehst. Insofern Gratulation und danke für die Einladung. Ja, ich danke dir und für dich als Zuhörer. John Aigner lebt in Berlin, ist seit 2007 Männercoach und Mentor. Und John hat seine ganzen Kompetenzen und Erfahrungen über die ganzen Jahre hin durch eben halt lebenslange Beschäftigung mit Kommunikation, Menschenführung erlangt sozusagen, aber auch aus der Sexualwissenschaft, aus der Psychologie und eben halt jahrelang geführte Männerworkshops und wo wir uns auch beide kennengelernt haben und wo ich ja auch bei dem Männerworkshop damals auch Kieran kennengelernt habe. Da ist auch dieser persönliche Bezug, also wir kennen uns auch persönlich. Damit ist auch die Frage, ne, entstanden sozusagen. Und John sagt auch selbst, erlebe deine Männlichkeit. Und heute soll es auch, lieber John, so haben wir uns ja darauf geeinigt, darum gehen, weil ich dich als Experten hier habe. Mittlerweile ist es für mich gefühlt da draußen so viele Brandherde aufgetaucht, was die Männlichkeit betrifft. Und da frage ich mich, wie kann denn erfolgreiche Männlichkeit in der heutigen Zeit aussehen und mittlerweile noch gelingen? Und was bedeutet das wirklich heute, in der heutigen Zeit? Weil das finde ich extrem schwierig. Aber ja, was magst du zu dir noch weiter sagen, wenn ich was vergessen habe? Nee, alles gut. Schön, hier zu sein. Wie kann erfolgreiche Männlichkeit heute gelingen? Das ist ja groß, ja. Was ist Erfolg? Und man kann ja sogar schon noch fragen, ja, was meinst du genau mit Männlichkeit? Ja. Ich steige einfach mal ein. Also die Männlichkeit alleine ist ja schon sowas, was man genau genommen ja biologisch oder eben auch sozialisatorisch betrachten kann oder eben aus gesellschaftliches, auch aufgeladenes Wort. Ja. Also da fängt es ja schon an. Was es für Emotionen um dieses Thema oder dieses Wort gibt. Ja, und die liegen tatsächlich sehr, sehr auf einer großen Bandbreite von verschiedenen Emotionen. Ja. Und ich kann dir eine kurze Antwort geben, wenn ich jetzt mit dem, was für mich Erfolg ist, ja, also Erfolg ist, wenn man so will, ein Gefühl, ist ein Erfolgserlebnis. Ja. Und ich glaube, dieses, ich nenne es mal, in die Welt integrierte Mannsein, ja, ist für mich Erfolg. Also ich bin Mann, ja, biologisch wie auch von meinem, sage ich mal, Selbstverständnis und was da vielleicht alles dranhängen mag. Und wie ich mein erfolgreiches Mannsein interpretieren würde, ist, dass ich ein glücklicher Mensch bin in dieser Welt als männlicher Vertreter der Gattung Mensch. Ja, wie das gelingen kann und so weiter, da können wir ja vielleicht gemeinsam ein bisschen einsteigen und du kannst mir auch mich dahin führen, was dich da an der ganzen Sache besonders interessiert, wenn du magst. Ja, sehr gerne. Also es ist ja, wie ich das ja auch schon eingangs erzählt habe, dass ich da draußen dieses Thema mit vielen aus meiner persönlichen Sicht medial Brandherden so ein bisschen wahrnehme. Also sprich, sind es biologische Fragen über allein schon die Geschlechterrolle, dann die Rolle des Mannes an sich, dann wer ist der Mann überhaupt heute noch? Ne? Also was bedeutet das überhaupt, Mann zu sein in der heutigen Zeit? Und bei dir ist es ja auch, dass ja viele Männer auch in deine Workshops eben halt kommen. Und du bist ja dazu auch gekommen, dass eben halt, wie du auch sagst, wenn du zu Partys gegangen bist, die Menschen und teils die Männer zu dir gekommen sind und dich um Rat gefragt eben halt haben. Und da stellt sich für mich die Frage eben halt, was viele sich auch mittlerweile stellen, ja, was kann Männlichkeit überhaupt noch?
Ja, also du hast gerade schon gesagt oder angedeutet, dass meine, wenn man so will, Erfahrung und auch mein Blickwinkel sehr stark aus dem meiner Coaching-Tätigkeit kommt. Mhm. Ja, das heißt, es geht sehr viel um Privates. Auch wenn ich hin und wieder mal im Fernsehen oder durch die meine Wohltätigkeitsorganisation Mann, die Konferenz Mann sein und die Organisation Mayvolution da mal irgendwo sozusagen eine Frage beantworte zu diesem gesellschaftlichen Thema. Das ist eigentlich gar nicht das, was ich tagtäglich mache, sondern ich höre den ganzen Tag Menschengeschichten von männlichen Menschen, die eine Befindlichkeit haben. Und da spielt dann auch das mit hinein, was eben die Rahmenbedingungen sind, sprich unsere Gesellschaft und was da auch mit eingewirkt hat auf diese Befindlichkeit. So, also da komme ich erstmal her. Es kommt sehr aus dem Privaten und irgendwie, ich sag mal, dieses gesellschaftspolitische, das ist gar nicht unbedingt mein Metier oder auch nicht unbedingt das, was mich am meisten interessiert, wenn ich ehrlich bin. Ja. Das heißt, du kannst mir dann gerne auch noch sagen, was du als Brandherde wahrnimmst und ich kann gerne beitragen, was ich beitragen kann. Ja, ich bekomme mit, dass sich über den Blickwinkel Mann sich das Menschsein anzuschauen, hilfreich sein kann aus dem Grund, weil es eben sowas wie, ich sag mal, eine biologische Hardware gibt, ja, die zum Teil hormonell dann auch bestimmte Sachen ein bisschen mit vorgeht, zumindest in der Tendenz, ja, auch wenn es natürlich jeder Mensch ein Individuum ist und auch sein Verhalten immer selbst bestimmen kann, großenteils. Aber dazu gehören sich eben auch Aspekte dazu, wie Mentorenschaft. Wie hatte dieser männliche Mensch einen Vater, der ihn dabei unterstützt hat, ja, oder männliche Bezugspersonen, die ihn dabei unterstützt haben, wie das bei ihnen so war und wie man als männlicher Mensch gut in die Welt kommt. Ja, das sind im Grunde, das ist überhaupt kein Hexenwerk, das sind eigentlich sehr, sehr alte Prinzipien, die es sozusagen schon immer gab und von denen ich feststelle, die sind in unserer Gesellschaft so ein bisschen hinten runtergefallen, weil man gemeint hat, vielleicht das braucht man alles nicht mehr und weil auch vielleicht eine Imageveränderung von Männern an sich, ja, also dieses Stichwort oppressives Patriarchat, ja, und so weiter, was dann eine sehr, 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 sehr negative Färbung bekommen hat, gerade medial. Und dadurch natürlich auch große Multiplikatoren bekommt. Ja. Und das alles spielt mit rein in die Psyche der Männer, ja, mit der ich mich dann beschäftige. Ja, du hast es schon angesprochen, dass es ja eben halt gewisse Konzepte sind, die da sich in der Männlichkeit im Laufe der Geschichte entwickelt auch haben. Und das ja auch, sag ich mal, wie du es angesprochen hast, medial und kulturell sich ein bisschen ausgebildet hat. Und was ich mit persönlich Brandherde meine, ist rein, was ich medial aufnehme. Jetzt ich nicht persönlich mit Menschen, mit dem, in dem Falle mit dem Mann, sondern dass es Begrifflichkeiten sind wie Toxizität, toxisch, Feminismus, Gleichberechtigung, Narzissmus, so, das sind so diese ganzen Brandherde, die ich damit meine und eine gewisse Tendenz der Abwertung des Mannes wahrzunehmen, aber immer über das Menschsein. Das ist so das, was ich meinte mit Brandherd. Ja, das nehme ich natürlich auch wahr. Und da bist du, mich persönlich ficht das jetzt nicht so sehr an. Ja, also ich fühle mich gut in meiner Haut und liebe es, ein Mann zu sein und ein männlicher Mensch zu sein. Wie gesagt, das Menschsein ist mir am wichtigsten. Ja. Und die Brille Mann hilft uns dabei, dass die eigene Befindlichkeit und insofern auch die Befindlichkeit meiner Klienten besser zu verstehen. Ja, und das Männerbild, das ja da eine große Rolle spielt, das gesellschaftliche, hat schon immer was mit uns gemacht. Ja, und das hat sich schon immer gewandelt, wenn man so will. Und derzeit wandelt es sich wieder, beziehungsweise so ein Menschenleben ist ja ziemlich kurz. Ja, also wir meinen zumindest, dass sich jetzt das so, wer weiß, wie viel wir davon eigentlich mitbekommen, sage ich mal. Ja, das geht ja, das ist ein langsamer Prozess. Ja, aber ist es wirklich so, dass es sehr, sehr unterschiedliche Männlichkeitsbilder in der Vergangenheit gab, wie was ich im 18. Jahrhundert, glaube ich, war das, wo Männlichkeit auch durch, was weiß ich, ausgedrückt würde, durch Lockenperücken, die lange Haare hatten, zu tragen auf einem Pferd, wo man dann sozusagen, je länger der Stöckel am Schuh war, desto männlicher war man. Ja? Also das, was jetzt momentan dann ja auch immer so ein bisschen vorkommt und auch schon immer vorgekommen ist, wie, ich sag mal,
das Hinterfragen von männlichen Attributen und Prinzipien, ja, die zum einen schon immer in der Mode, wenn man jetzt auf die Laufstege guckt oder wenn man zu David Bowie oder zu Mick Jagger geguckt hat, wie sehr die zum Teil dann auch am Genderbenden waren, ja, um eben künstlerisch Dinge in Frage zu stellen. Das hat es quasi immer gegeben, ja, und jetzt beobachtet man ja auch, es gibt gerade eine Stärkung der Transmenschen, ja, was eine großartige Neuigkeit ist, eben alle Menschen an den Tisch der Menschheitsfamilie zu holen. Das brauchen wir, das ist wichtig. Ja, und auch dadurch natürlich, dass sozusagen Schwung in diese Debatte kommt, also die Hinterfragung von Binarität und so weiter. Ja, das ändert aber erstmal nichts daran, dass es eben größtenteils Männer und Frauen gibt. Ja, und dass es eben, ob wir es wollen oder nicht, es ganz, ganz viele Männer gibt, die sich als Mann identifizieren und wo gerade Dinge stattfinden, die du zum Teil schon beschrieben hast, ja, wo es so ankommt, bei manchen, nicht bei allen, ja, aber als wäre das negativ, wenn man ein Mann ist. Also es gibt wirklich Männer, die fast das Gefühl haben, sie haben einen Geburtsfehler oder sind sowieso schon unter Generalverdacht, nur weil sie als männliches Menschenwesen geboren wurden. Ja. Und das ist höchst problematisch, weil was dann passiert ist, dass diese Männer eher dazu neigen könnten, auszusteigen, ja, aus diesem, was ich gesellschaftlichen Kontrakt oder gesellschaftliches Miteinander nenne. Ja? Dass die dann eher Bock dazu haben, sich zu radikalisieren und sich in irgendeiner Form man kann es sagen, Subkultur oder einen Raum zu suchen, ja? Wo sie verstanden werden. Das ist grundmenschlich. Wir wollen verstanden werden. Wir ordnen uns zu, wo wir gesehen und geachtet und geliebt und respektiert werden. Das ist so. Ja? Und das beobachtet man ja auch, dass es eben millionenfach Männer gibt, die in eine häufig durchs Internet organisierte Subkultur gehen, ja, und sich in dort eben organisieren, austauschen und zum Teil auch radikalisieren. Ja. Und das ist tatsächlich kein kleines Problem mehr. Ja. Also da ist was, ja. Da ist was vorgefallen, was der ganzen Gesellschaft einfach nicht recht sein kann. Ja. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Man kann quasi sagen, ja, das sind alles radikale Deppen oder wie auch immer. Aber dafür ist, glaube ich, diese Gruppe mittlerweile zu groß. Und ich ganz persönlich meine auch, dass das mittlerweile sich eben auch in Wahlergebnissen widerschlägt. Ja, also wo ich sag mal, dieses sich in der Wahlkabine rächen für das, was man, wo man sich unverstanden gefühlt hat als Mann, glaube ich, schon mit stattfindet. Ja, das ist jetzt eine schon eigene Interpretation, aber es ist meine Meinung. Ja. Und ich glaube, wir können aber sicher davon ausgehen, dass es eben eine sehr, sehr große Menge an Männern gibt, die nicht mehr als Mensch sich verstanden und gesehen fühlen von der Gesellschaft. Ja? Und das ist immer ein Problem, egal wer es ist, ob es die Männer sind, ob es andere Menschen sind. Ja? Ja. Häufig ist das ja so, dass man sagt, lasst uns die Minoritäten stärken und die müssen reingeholt werden und die müssen verstanden werden. Es ist aber auch so, dass dass Frauen und Männer auch verstanden und gesehen werden müssen. Ja, weil sie Menschen sind. Ja. Mhm. Und ich glaube, da haben wir tatsächlich aus gutem Grund, ja, die Frauen natürlich sehr, 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 sehr stark betont als Thema. Und da gibt es bestimmt auch noch das eine oder andere an Handlungsbedarf, gar keine Frage. Aber währenddessen ist es eben dazu gekommen, dass Männer aussteigen oder hinten runterfallen, ja, mit Resultaten, die uns allen nicht recht sind. Das finde ich so schön, dass du das gesagt hast, dass eben halt die Sicht auf die Frauen eben halt da ist und vielleicht auch ein bisschen größer ist und dass es mit den Männern hinten überfällt. Und aber ich denke trotzdessen, diese Diskussion, dass also grundlegend immer viel mit Negativität behaftet ist. Ich finde aber auch, dass es viele tolle, also ich gehe immer über diesen Weg erstmal, okay, das ist jetzt erstmal, ich sehe einen Mann, aber ich meine immer dahinter auch den Menschen definitiv. Ne? Und ich sage, ja klar, was kann denn, wozu trägt der Mann jetzt bei? Was ist zum Beispiel ein Attribut, was er mitbringt als Unterschied gegenüber jetzt der andere Seite des Menschseins, des Frauseins. Also die Unterschiede sind ja da. Ja, also ich glaube, der Blickwinkel hilft da, bestimmte Attribute eben zu sehen oder auch bestimmte Qualitäten und auch gelebte Werte, ja, die von allen Menschen verstanden werden und von allen Menschen wahrscheinlich auch sagen, ja, das brauchen wir in der Gesellschaft.
Ja, und dazu gehören eben auch Attribute wie Raum halten, Grenzen setzen, bis hin zu Wehrhaftigkeit, auch Dominanz. Ja, das sind Qualitäten, die gefragt sind, die auch nach wie vor sehr attraktiv sind. Ja. Ja. Kann man ja auch zeitgenössisch dann sehen, Ukraine, Wehrhaftigkeit und so weiter, dass es da Qualitäten gibt, die nach wie vor gebraucht werden. Und das merkt man ja schon daran, dass all diese Qualitäten bei Frauen ja auch absolut gefeiert werden, ja? Und bei Männern nicht mehr so, aufgrund dieses Anfangsverdacht, dass ja Männer immer die Täter sind. Ja? Mhm. Und das ist das Problem, also dass wir uns es da viel zu leicht gemacht haben, ich sage jetzt mal wir, ja, so dass das einfach eine gesellschaftliche Blüte ist, die das so darstellt, ja? Ja. Mann Täter, Frau Opfer, ja, oder auch andere, also auch Minoritätenopfer. Und so leicht ist es eben nicht. Ja? Also Werte heißt zum Beispiel der Wert der Empathie oder einfach des Mitmenschseins, heißt eben auch hinzuschauen, okay, wie kam es dazu? Natürlich ist es scheiße, wenn es sexualisierte Gewalt durch Männer gibt und natürlich gehören sich die ins Gefängnis. Aber interessanter ist, wie kam es dazu im Sinne von, was ist diesem Jungen passiert, dass ihm als Mann, dass das mit ihm durchgeht? Ja, das ist für mich empathisches Nachfragen, so wie wir das ja auch bei Frauen und Minoritäten tun. Ja, also da geht es um Werte, die allen Menschen gleich, ja, zukommen dürfen. Und ja, ja, nicht alle Menschen sind gleich, das heißt, gleiche Chancen. Nicht gleich machen ist die Antwort. Ja, so. Und es ist eigentlich überhaupt nicht schwierig. Also wenn man über die Wertebrille geht, kann es eigentlich gar nicht dazu kommen, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Und das wird momentan allerdings, ist es, glaube ich, dazu gekommen, dass mit zweierlei Maß gemessen wird in der, ich nenne es mal, Geschlechterdebatte, weil Dinge einfach viel zu vereinfacht werden und nicht die ganze Geschichte erzählt wird. Ja. Ja. Dabei geht es jetzt gar nicht um irgendwelche ja, aber und schau mal da und so, sondern das gehört einfach dazu, dass bestimmte Realitäten eben gleichzeitig existieren. Ja, also dass es eben so ist, dass es immer noch sexualisierte Gewalt gegen Frauen gibt, die von Männern ausgeht. Mhm. Es aber auch Frauen gibt, die sexualisierte Gewalt an verüben. Ja, es ist bitter, aber es ist die ganze Geschichte. Ja, ja. Oder dass es eben nebenbei eben so ist, dass Jungen in der Schule einfach zurückfallen. Ja, so statistisch einfach empirisch nachweisbar, bis hin zu der Selbstmordrate, der Obdachlosenrate, der Suchtrate, und all das. Ja, da gibt es einfach wahnsinnig große Unverhältnismäßigkeiten zu Ungunsten der Männer. Ja, die einfach mit in diese Diskussion gehören. Das ändert nichts daran, dass wir, dass die Frauenbewegung, dass die noch nicht beendet ist und dass es da natürlich Dinge noch gibt, die in Sachen Gleichstellung passieren dürfen. Das ist für mich fast ein anderes Thema. Ja. Ja. So, das existiert parallel. Ja. Und das meine ich mit ganze Geschichte erzählen. Ja. Aha, okay, genau. Also dass es parallele Sachen sind, die gerade ablaufen auf seitens der Frauen. Das ist eben halt das Thema der Frauen, sage ich mal, die das in Frauenkreise oder in Frauenbewegungen, in Frauenräume mit sich klären und auf der Männerseite wir das in unseren Bereichen machen. Ja, Männer machen Männer und vielleicht machen Frauen Frauen. Und da ist es, dass wir irgendwann das Abgleichen zusammenkommen und wo steht ihr, wo stehen wir? Richtig, das hört sich doch gut an. Und da sind wir auch ein bisschen, ja, bei deiner Frage, wie kann, was immer das genau heißt, erfolgreich, aber erfolgreiches, ja, Mannsein gelingen. Ja? Also du hast es gerade beschrieben und hast auch schon ein bisschen diese halt schon seit Jahrtausenden existierenden Prinzipien des, wie ich sagen würde, Menschseins. Ja, das, ja, hat gar nicht so sehr was mit Frauen, ja, Mannsein zu tun. Der Mensch ist ein Rudeltier. Der Mensch lernt durch Nachahmung von anderen Menschen. Und Jungen sozialisieren oder lernen durch Nachahmung eben häufiger von Männern als von Frauen. Ja, so ist es nun mal, wo immer das genau herkommt. Ja, man könnte spekulieren und biologisch oder was auch immer. Ich nehme halt in meiner Arbeit wahr, es ist einfach so. Ja? Und dann ist es ja vielleicht hilfreich, den Jungen gute Männer vor die Nase zu setzen, dass sie gutes Zeug lernen.
Ja, so schwer ist das doch eigentlich nicht. Ja, und da sind wir bei Mentorenschaft. Ja, und da sind wir auch bei im Erwachsenenalter Sozialabgleich aus der eigenen Geschlechtergruppe. Ja, und deshalb ist es so wichtig, dass Männer unter Männern gehen und Männer in Männergruppen, wie auch immer organisiert, entweder so genannt oder in männlichen Räumen, ja, miteinander ganz Mensch sind. Ja, das ist der entscheidende Punkt, denn ja, es ist richtig, dass nennen wir es zumindest neuzeitlich traditionelle Männlichkeit häufig ein bisschen was damit zu tun hat, in Männergruppen in Imponiergehabe oder einer Art von Konkurrenz zu gehen. Ja, das kann ja auch auf einer, wenn noch Bewusstsein dabei ist, auch eine tolle Sache sein. Es kann ja richtig Spaß machen, miteinander, was weiß ich, von Fußball zu spielen bis zu raufen oder ein Wettrennen zu machen. Das darf ja auch weiterhin Spaß machen. Wieso denn auch nicht? Ja, das ist sogar, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und da bin ich jetzt nicht geneigt dazu, aber da würden manche Autoren sicher auch biologische Gründe dafür anführen, warum das so ist, dass man eben beobachtet, dass Jungen schon eben Kräfte messen miteinander häufiger als Mädchen und so weiter. Ja. Und deshalb das alles an Bord holen und was Gutes, Neues, wenn man so will, draus zu machen. Also raus aus dem Konkurrenzverhalten und dem Schwanzmessen, sage ich mal, und hin zu ganze Bandbreite als Mensch. Wir können miteinander Fußball spielen und raufen, wir können aber auch miteinander weinen. Aber eben, ja, unter Männern. Ja. So, da findet dann eine Qualität statt, die man vielleicht am ehesten für die meisten noch nachvollziehbar aus einem funktionierenden familiären Verhältnis kennt, ja, wo man einen Vater hat, mit dem man alles besprechen kann, Brüder hat, wo man einfach so ein Urverständnis spürt und einfach durch dick und dünn geht miteinander, ja. Und das können tiefe Männerfreundschaften oder man könnte es schon fast Wahlfamilien nennen, ja, wo man das pflegt und eine Qualität der Sozialisierung und des Sozialabgleichs geschieht, was eben neu ist unter Männern, ja, und sie tatsächlich als ganze Menschen und nicht als, ich sag mal, tradiertes Konkurrenzwesen, das Schwanz messen muss, ist ja auch furchtbar. Ja, da können wir dem Feminismus insofern wirklich dankbar sein, dem traditionellen Feminismus wohlgemerkt, der genau das uns aufgezeigt hat und uns Männern dabei geholfen hat, dafür Bewusstsein zu entwickeln. Ja, so. Und genau das ist es. Und jetzt ist es, dass wir Männer dieses Bewusstsein nehmen können und eben dann auch wieder die Deutungshoheit über das übernehmen können oder einen bewussten Prozess beginnen können. Was heißt das, ein männlicher Mensch sein heutzutage? Ja, absolut. Ich finde das aber auch so interessant und spannend, also wenn ich in Gesprächen gehe, also wenn ich auch viel Kontakt zu Frauen, also sprich auch die in Frauengruppen sind, in Frauenmentorenschaften, in Gemeinschaft gehen oder Sister oder Schwesternschaften sozusagen und wie sie denn auch teilweise denn zu mir kommen und fragen, du kommst auch aus der Männergemeinschaft, Tino, und was macht ihr da, wie macht ihr das? Aber auch so teilweise finde ich, dass sie interessiert sind und mehr wissen wollen und da habe ich trotzdem immer so ein: Kann ich denen jetzt irgendwas sagen? Kann ich denen etwas nicht sagen? Also das merke ich dann immer so, dass da mehr so Interesse von ihrer Seite zu diesen Männergemeinschaften so ist. Und das ist immer so ein, finde ich, so ein Eintritt in dieses Refugium unsererseits so ist. Wie siehst du das? Hältst du das für kritisch? Hältst du das für gut, dass sie nachfragen? Wie siehst du das ganz persönlich? Was kriegst du da mit? Ich finde das vollkommen okay, wenn die nachfragen. Also ich erlebe das auch im Coaching immer wieder. Also ich weiß nicht, wie oft Frauen zu mir kommen, die sagen, ach Mensch, John, bei deinen Coachings oder deinen Workshops, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen. Ja. Und dann sage ich, geht aber nicht, weil es ein Männerworkshop ist. Ja? Also am Ende des Tages ist es sowas, was wir uns nicht erzählen können, weil wir es nicht wissen können. Ja, also und damit meine ich auch, und ich feiere die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, egal ob man davon ausgeht, dass es zwei sind oder mehr. Ich feiere diese Unterschiede, weil das ist für mich Diversität. Ja, das sind die Farben des Menschseins. Ja, und dass es eben sowas gibt wie
viele Männer und viele Frauen und dass es da auch eine Polarität gibt, die einfach wunderschön ist. Ja, wir sprechen ja häufig von diesen Polaritäten, die ins Dunkel gerutscht sind, ja, wo es nicht läuft und es wehtut. Aber das andere sind ja gelungene Beziehungen, gelungene Sexualität und auch ein gelungenes, eine Neugierde auf den anderen und auch auf dieses Rätselhafte des anderen Geschlechtes in beide Richtungen. Ja, und da setze ich eben an. Also ich komme sehr aus diesem, geh dahin, wo du hin willst. Also wenn man so will, Richtung Licht oder Richtung dem Positiven. Ja. Und deshalb diese Räume unter Männer zu suchen, die können eben wahnsinnig, wahnsinnig wertvoll und hilfreich sein für die Männer, die sich da aufhalten und dann auch für ihre Beziehungen, die sie zu Hause haben mit Frauen. Und dort eben dann, die kommen dann, wenn man so will, gestärkt aus dieser Männergruppe zurück und begegnen ihrer Frau in, wenn man es so nennen will, in ihrer besten Version. Ja, und das ist doch das, was wir in Beziehungen wollen. Wir wollen doch eigentlich immer die beste Version des anderen aneinander rauskitzeln. Ja, natürlich ist es nicht tagtäglich so, aber wenn man das vom Mindset her so gestaltet, ja, dass eben Männer sich dann auf dieses Prinzip des Sozialabgleichs im männlichen Raum, wohlgemerkt in der modernen Version, in der bandbreiten menschlichen, ich zeige mich ganz den anderen Männern, ja, ohne Konkurrenzgehabe und dort eben ganz Mensch sein dürfen und dann aus diesem wie auch immer entstandenen männlichen Raum, der eben anders ist, wie wenn man unter Frauen ist, ja, eine Stärkung erfahren. Das ist eben Teil meines Coaching-Konzepts und ich erlebe das tatsächlich tagtäglich. Mhm. Ja, da gibt es diesen Effekt, wo ganz viele Männer sagen, ich hatte ja keine Ahnung, dass ich so unter Männern sein kann und dass das so gut tut. Ja, das deutet erstmal darauf hin, wie sehr das nicht beigebracht wird in unserer Gesellschaft. Da sind wir wieder bei fehlenden Mentoren. Ja. Und wie sehr das dann zu etwas führen kann, was wirklich allen gut tut, so dass es manchmal so ist, dass mir Frauen schreiben oder Beziehungspartnerinnen, die dann sagen, danke, John, ich schicke jetzt meinen Mann öfter zu dir. Ja, also weil es eben tatsächlich was verändert hat. Ja. Ja. Nur über diesen eigentlich, wenn man so will, über dieses sehr einfache Polaritätsgesetz, ja, Männer laden sich unter Männern, guten Männern wohlgemerkt, gut auf und Frauen laden sich unter Frauen gut auf. Ja. Und dann kommt es zu dieser Begegnung zwischen Mann und Frau, wo es funkt und knistert. Ja, und das ist ja immer das, was alle sich wünschen. Ja. Und man begegnet sich dann tatsächlich in einer gut sozial abgeglichenen, gut in auch außerhalb der Beziehung geborgenen Version, was Unabhängigkeit und wirklich dieses Strahlen möglich macht, wo man verliebt wie am ersten Tag sein kann, weil es tatsächlich sehr regelmäßig und fast ununterbrochen die beste Version ist, die man auch in die eigene Beziehung bringt. Und dann fortgesetzt auch in die vielleicht Elternschaft etc. etc. Ja? Das ist das, was ich tatsächlich tagtäglich erlebe, diesen Effekt. Ja, ja, du hast das schon, weil hin und wieder kam es natürlich auch auf, so da klang dann immer so dann bei der einen oder anderen Frau so ein bisschen eine gewisse Art Angst durch, so also eben halt, was macht ihr da und wie macht ihr das, ne? Aber das hast du ja schon gesagt, dass die Männer kommen gestärkt zurück und diese Positivität, also da dieses Angstvolle wird dann angstfreier. Das hast du im Endeffekt schon beantwortet. Absolut. Und ich meine, jetzt gerade hier meine die Männerorganisation Mayvolution, die Mannsein organisiert, ja, wo ja auch Öffentlichkeitsarbeit stattfindet und auch Medieninteresse da ist. Und ich verstehe das, dass es da Erklärungsbedarf gibt. Ja, wenn sich da 500 Männer in der Halle versammeln, ja, da haben wir medial wahnsinnig, wahnsinnig viele Beispiele, wo das nicht gut ging. Ja, das ist absolut nachvollziehbar. Es ist zwar traurig, dass es so weit gekommen ist, dass man das erklären muss, aber ich verstehe es, ja, und tue das auch gerne, um eben zu sagen, hey, da gibt es was das Gute weiterträgt von diesem, warum gehen Männer unter Männer, ja, und eben nicht, dass die negativen Beispiele aus der Geschichte, wo eben eine fehlinterpretierte oder ein schräges Männerbild dann zu Nichtguten geführt hat. Ja, also da findet sie statt, diese neue Männlichkeit, wenn man es so nennen will, oder eben diesen Umgang mit dem eigenen Mannsein. Ja, durch etwas, was es schon immer gegeben hat, Sozialabgleich von anderen Männern, aber eben, wenn man so will, ausgewählten Männern, ja,
die keinen Scheiß erzählen oder nur Krieg wollen oder was es dann immer sein mag. Ja, so ja. Und das ist der Punkt. Und ja, das verstehe ich, dass da erstmal vielleicht ein Fragezeichen auftauchen kann. Aber es ist tatsächlich so, dass sowohl die Männer, die zu uns kommen, ja, und auch dann wieder zu Hause, nach Hause zu ihren Beziehungen kommen, da wirklich was hinaustragen, was von allen sehr geschätzt wird. Ja, das ist auch der Grund, warum wir so viele weibliche Fans haben, obwohl die jetzt bei manchen Veranstaltungen gar nicht dabei sein können. Ja, auch wenn jetzt hier, ich spreche jetzt von der Mayvolution Männerorganisation, ja, wo es ja auch in so einer Mediathek und so, das ist ja alles öffentlich zugänglich, auch für Frauen und alle Geschlechter natürlich. Aber wo es eben auch Veranstaltungen gibt, die auf diesem Prinzip von männlichem Sozialabgleich im männlichen Raum ohne Frauen gibt, ja, aus genau diesem Grund, den ich gerade versucht habe darzulegen. Absolut. Und das finde ich auch so gut, diese Transparenz. Das sage ich dann auch kommunikativ ins Außen. Da könnt ihr gerne nachschauen. Das ist jetzt kein Hexenwerk oder da passiert jetzt nichts irgendwas Geheimnisvolles, sondern da schaut gerne nach. Also das kommuniziere ich auch ins Außen. Ich habe jetzt ganz viele weibliche Zuhörer, John. Sonst sag gerne noch für die noch ein bisschen mehr über die Mayvolution und über die Mannseinskonferenz. Ja, also die Mayvolution ist eine Männerorganisation, die gemeinnützig ist offiziell. Ja, also wir werden sozusagen auch von Staats wegen geprüft, dass wir da Gutes in die Welt bringen. Und die hat tatsächlich mit einem Eigenerlebnis begonnen. Also für die Gründungsmitglieder, die hatten das tatsächlich erlebt, was ich vorhin beschrieben habe. Hm. Wow, da gibt es etwas, was Männer füreinander, untereinander tun können, was sehr, sehr stärkend ist. Ja? Und was, wenn man so will, vor dem kommt, was dann Beziehungen oder auch eben dann Kontakt mit Frauen und so weiter, ein wahnsinnig gutes Fundament bildet. Ja? Ich habe und aus diesem Spirit heraus ist diese Organisation entstanden. Die ist wirklich am Lagerfeuer entstanden, wo wir zu 40 sozusagen im Wald saßen, bei einem Männerfestival oder so einem Männer, ein Männercamp, wo wir uns gegenseitig Workshops gegeben haben. Und dann war der Zulauf so groß und wir haben uns überlegt, wie können wir das weitertragen und haben dann angefangen, das aufzubauen mit Newsletters und Angeboten und eben, wo Männer in diesem Spirit im ganzen deutschsprachigen Raum Dinge anbieten, wo Männer bewusst zusammenkommen, ja, und diese Art von gesunden Sozialabgleich betreiben, diese Art von Stärkung, ja, die vielleicht auch die eine oder andere Frau von sich auch schon kennt, sei es durch eine Frauengruppe oder einfach, da gibt es gerade ein Thema, ich weiß nicht wieso, aber da will ich gerade mit einer Frau drüber sprechen. Ja. Und mehr ist da auch nicht dahinter, also da ist keine große Ideologie oder sonst irgendwas, das ist nur sowas, das haben Menschen immer gemacht, ja, und das eben in einem guten, bewussten, in einer guten, bewussten Version passend für die Neuzeit in die Welt zu bringen. Das ist der das Fundament oder die Philosophie der Mayvolution. Ja. Dann kam die Mannsein zu uns, die im ersten Jahr von jemand anders organisiert wurde. Und wir haben sie seit 2015 in unserer Obhut. Und das ist eine Konferenz für Männer, unter Männern, ja, wo wir eben nicht in einem kleinen Camp im Wald, was ja auch ein bisschen ist vielleicht eine Hemmschwelle mal für den einen oder anderen Mann bedeutet, vielleicht auch verständlicherweise. Ja, also wo man in einem, wenn man so wie Mainstream-Format, so eine Art Festival der Männlichkeit feiert, wo sehr viel Weiterbildung stattfindet im Sinne von Bühnenvorträgen, von Workshops, von Diskussionsrunden, ja, zu bestimmten Schwerpunktthemen jedes Jahr. Wo wir das in einem sozusagen größeren und mainstreamigeren Format in die Welt bringen. Ja. Und das gibt es jetzt dann kommenden Juni, das 10. Mal, findet die Mannsein 2023 statt. Und wir freuen uns schon sehr. Wahnsinn, Glückwunsch dazu, John. 10-jähriges, wow. Wow, wow. Ja. Und ich weiß ja auch, dass es in Europa, ich glaube, das Men's Gathering, hilft mir, auch gibt, ne? Also das European Men's Gathering, ja, genau. Das ist gerade im Umbruch. Das verändert sich gerade. Ja, ja. Aber es ist tatsächlich so, wir haben europäische Kooperationspartner und genau, aber das hat sich jetzt sehr stark auch irgendwie auf die Mannsein konzentriert, alles, weil wir eben, ohne es zu wissen, aber wir sind zum größten Männer-Event Europas geworden. Insofern bündeln sich da gerade so ein bisschen die Kräfte in Berlin jedes Jahr. Wo eben auch immer mehr internationale Gäste bei uns sind, was uns natürlich sehr freut.
Ja, erzähl sonst gerne. Wer war alles schon da? Also so ein paar Namen. Ich denke, der eine oder andere kennt die auch denn. Ja, also wir hatten schon eine ganze Litanei von tollen großen Namen, sei es jetzt Gerald Tüter, Walian Buschbaum, bis hin zu Leuten wie Veit Lindau und Robert Beetz. Also das kann sich jeder sehr, sehr gerne mal auf unserer Website angucken. Also wenn ihr Mayvolution oder Mannsein-Konferenz googelt, könnt ihr da gerne mal reinschmökern. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Angelegenheit. Und wie gesagt, es ist Weiterbildung, die Spaß macht im Sinne von, es ist wirklich so eine Art Festival-Atmosphäre, die neben dem, was man an Wissen mitnimmt, tatsächlich auch diesen, ich sage jetzt einfach mal, herzöffnenden Effekt hat, den ich vorhin beschrieben habe. Ja, und wir freuen uns sehr, dass das eben auch in so einem großen Format oder mit so vielen Leuten dann möglich wird. Und es dann wirklich so ist, dass Männer tatsächlich da so eine, wie man so will, eine Initialzündung spüren von wow, wie gut das tut. Ja, oder ich möchte selber einen Podcast beginnen oder ich möchte selber einen Stammtisch oder eben so ein Netzwerktreffen gründen und so weiter. Ja, also das sind Dinge, die dann geschehen und wo das jetzt mittlerweile im ganzen deutschsprachigen und auch immer mehr europäischen Raum dann durch uns mit vernetzt wird. Wow. Merkst du auch, dass es mehr wird? Also, dass die Männer wirklich an der Vielzahl mehr werden und sagen so, ich möchte wirklich was Beitrag leisten in der Gesellschaft, in meinem Land. Also merkst du, da kommen jetzt ganz, ganz viele. Also du bist ja auch, dass du es eher hautnah wirklich mitkriegst. Merkst du das, dass da wirklich was passiert und die Männer wirklich jetzt anfangen, über ihre Dinge nachzudenken und loszugehen? Absolut, ja. Also ich merke es durch die steigende Teilnehmerzahl der Mannsein. Wir hatten jetzt natürlich auch eine, wenn man so will, Covid-Break, wo wir online gehen mussten, ja, und so weiter. Aber jetzt, wo das wieder live stattfinden kann, ist eben der Zulauf nach wie vor sehr groß, was uns natürlich sehr freut. Also wir hatten schon eben bis zu 500 Teilnehmer im Jahr 2019, also vor Covid. Mhm. Und wir freuen uns jetzt sehr und sind sehr gespannt, wie es dieses Jahr weitergeht natürlich. Woran ich es auch merke, ist eben in unserem Newsletter der Zulauf oder von Männerveranstaltungen, Männerpodcasts, Männercoaches, also Männercoaches, auf jeden Fall ein neuer Trendberuf, ja, in der Coaching-Szene, ganz ja, klar. Ja. Weil für den einen oder anderen wahrscheinlich der Markt so groß ist, aber es ist einfach, was mich dabei sehr freut, ist, weil es eben Dinge verwirklicht wie Mentorenschaft. Ja, also Männercoach ist für mich auch nur ein neues fancy Wort für ein altes Prinzip, nämlich diese Art von Sozialabgleich und von Mentorenschaft. Das freut mich und die Mayvolution ganz, ganz besonders. Was auch sehr, sehr schön ist, ist tatsächlich, dass medial die Diskussion ein bisschen es wird ein bisschen genauer hingeguckt und es wird auch ein bisschen empathischer nachgefragt oder Männer tatsächlich nicht als Verdächtiger, sondern als, wie geht's euch? Ja, was ist da los? Was braucht ihr als Menschen? Also auch das haben wir ja auch in diesem Gespräch schon drin gehabt. Ja, das ist was sehr, sehr wichtig ist. Ja, Männer sind Menschen. Und dass Männer tatsächlich ihren eigenen Ausdruck des Menschseins haben, sei es biologisch oder durch was auch immer, aber es ist einfach so. Ja. Aber dass an diesem Ausdruck nichts Schlechtes sein muss, beziehungsweise eher diese Werte und Qualitäten, die wir in der Gesellschaft brauchen, eben mit befördern kann. Ja. Ich habe hier diese Attribute Dinge, die wir in der Gesellschaft brauchen, vorhin schon angeführt. Ja. Struktur, Raum halten und bis hin zu Wehrhaftigkeit, eine Ansage machen, Grenzen setzen, all diese Sachen, dass die eben, woran wir uns gewöhnen dürfen, ja, natürlich können das auch Frauen. Ja. Und das ist wunderbar, auch wenn vielleicht der Ausdruck dieser Qualitäten ein bisschen anders sein mag. Aber grundsätzlich ist es bei Frauen genauso. Ja. Und da wird es ja auch gefeiert. Aber ohne die Männer wird es nicht gehen. Ja, das heißt, die Männer auch immer am Tisch zu behalten, mit auch dem Verständnis für das, was eben Männer so sind. Ja, egal, ob das jetzt gerade dem einen oder anderen passt oder nicht, aber da ist was drin, was menschlich ist und was uns allen gut tun kann. Ja.
Ja, total schön. Ich merke das ja auch in, also die Männer, viele öffnen sich, reden mehr, wie Lagerfeuergespräche, mehr Abenteuer. Ja, also unterschiedlichste Art und Weisen des Ausdruckes. Also ich merke das schon. Also da passiert wirklich was, auch wie sie sich ausdrücken, dass sie kommen, dass sie reden wollen über gewisse Thematiken, sich mehr öffnen, Schamthema, sexuelle Themen. Also das finde ich so schön. Ja. Ich meine, du bist ja diesen Weg gegangen. Ja, also ich weiß ja noch, wie du bei mir bei Kettensprengen warst, meinem Workshop, ja, und was da so abging und wie ihr euch gefühlt habt. Ja, und das ist eben von der Trefferquote eben 99,9%. Also das ist nicht was ich erfunden habe, sondern ich mache einen Raum auf, wo etwas, was eben schon immer irgendwie da ist in uns Männern, erlebt werden kann. Ja, und ja, dich hat es inspiriert, zusammen mit Kiran und so weiter, zum Beispiel diesen Podcast ins Leben zu rufen. Ja, also hallo. Von daher, du weißt ganz genau, wovon ich spreche. Ja, und das ist wunderschön zu sehen. Ja. Ja, total schön. Und John, lass uns noch sagen, gerade wo du jetzt auch viel mit den Männern zu tun hast, was sind gerade bei den Männern so aktuelle Themen? Womit kommen sie gerade? Was kriegst du da so mit? Das sind, also da gibt es ganz, ganz viele Evergreens. Also das ist eigentlich immer das Gleiche. Okay. Insofern, also es ist natürlich immer jedes Mal neu und jedes Mal anders, weil jedes Individuum und jeder Menschenmann natürlich gerade an einem anderen Punkt ist. Sei es jetzt in seiner Lebensgeschichte, in seinem, wie lange er schon auf der Welt ist oder was er gerade so durchlebt. Natürlich ist das jedes Mal neu und anders, aber es gibt so Grundthemen, die eben häufig etwas mit dieser Beschäftigung von, was heißt es, ein Mann zu sein? Oder ich fühle mich nicht männlich. Ja, und dann gibt es auch Gespräche wie dieses, das wir hier hatten, wo man auch erstmal reingeht, was ist denn damit gemeint, Männlichkeit? Ja, und was kann das alles bedeuten? Oder was heißt denn das, ich will männlicher werden? Ja, das heißt ja nicht, ich will mir einen Penis wachsen lassen, sondern der Mann hat ja schon einen. Ja, also, sondern das ist ja, biologisch kann es ja nicht sein, sondern da geht es ja um eine Vorstellung, um ein Gefühl und so weiter. Ja, und das kann man dann anschauen, zum Teil hinterfragen und dann eben da reingehen. Ja? Also was kann das alles bedeuten? Also vieles, was wir hier besprochen haben, bis hin zu eben Symptomatiken, die sich dann, wie mir fehlt es an Selbstbewusstsein, ich fühle mich unterkuschelt, ich habe keinen Sex, ich komme nicht in den Kontakt mit einer Liebesbeziehung und so weiter. Ja? Also das sind häufige Symptomatiken, die erstmal auch so ein bisschen traurig, manchmal eben erstmal mit Schmerz begonnen irgendwo. Ja, also ist logisch, dass man erst zum Coach geht, wenn man einen Bedarf hat. Aber dass es eben manchmal auch schon ganz schön wehtun muss, bis ein Mensch dann mal zu einem Coach geht, bis hin zu, das ist ja auch eine Statistik, ja, also dass es manchmal auch ganz schön lang dauert, bis ein Mann mal zum Arzt geht. Ja. So, also da gibt es mit Sicherheit das eine oder andere zu tun. Aber das sind so die Geschichten, ja, so wo ich suche eine Liebesbeziehung, ich sehne mich nach dem, ich fühle mich nicht männlich genug, bis hin zu, ich habe kein Selbstvertrauen und solche Sachen. Ja. Also da gibt es sehr, 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 sehr sich häufig wiederholende Szenarien. Ja, ich fand den Raum so schön, weil ich immer das auch gerne mag, von allen Altersgruppierungen zu lernen und was mitzunehmen. Mhm. Und das eben halt so schön, diese Bandbreite von einem jungen bis zu einem älteren Mann, das finde ich total schön. Ja, danke. Also wenn das in der Workshop-Gruppe passiert, freut mich das wahnsinnig. Und das ist auch bei der Mannsein sehr stark so. Also dass wir multigenerationell sind und wo dann auch sehr, sehr stark sich dieses Prinzip verwirklichen lässt von auch Mentorenschaft. Ja, also wo Männer sich gegenseitig ihre Geschichten erzählen, so wie wir das bei der Malevolution damals, bevor wir uns gegründet haben, am Lagerfeuer getan haben und gemerkt haben, wow, was man da alles lernt, wenn man sich herzoffen als Mann gegenseitig seine Geschichte erzählt. Ja, und das ist nach wie vor auch unser Grundprinzip, auch bei unserem Männer-Event Mann sein. Ja. Dieses gegenseitig herzvoll sich die Geschichte zu erzählen und sich über das Mannsein und zu unterhalten, das ist das, was wir da tun. Super. Und John, für mich jetzt ganz privat noch eine private Frage. Ich hatte letztens einen Kontakt mit einem Mann aus der Schweiz gehabt und da habe ich ihm ein bisschen mehr über das, über die Mevolution, über die Mannseinskonferenz erzählt, über die Männlichkeit, wie ich das betrachte. Das hat bei ihm schon auf Resonanz gestoßen. Trotzdessen ist es so,
was kann ich trotzdem tun, um jetzt einen anderen Mann, ich kann ihn ja nicht überzeugen, ich kann ihn ja auch nicht zwingen, irgendwo hinzugehen. Und es gibt halt Männer, die sind vielleicht noch nicht so weit. Und du sagst ja auch, die Gesellschaft ist in Teilen noch nicht so weit. Aber was kann ich jetzt ganz persönlich tun als Mann, einem anderen Mann, etwas über Männlichkeit oder des Mannseins beizubringen, kommt mir das Wort. Vielleicht verstehst du, was ich meine. Ja, ich denke. Also ich finde es sehr, sehr wichtig. Hier geht es ja gar nicht in keinster Weise um Missionieren oder sowas. Genau. Oder um überzeugen müssen oder wollen. Ja, genau. Ja. Sondern, also wie ich das mache, ist, ich trete ihm gegenüber als der, der ich bin. Ja. In dem Fall ein Mann. Ja. Und gehe, wenn man so will, das Prinzip würde heißen, mit gutem Beispiel vorangehen. Ja. Und tatsächlich dann auch eben das Gespräch suchen und eben dann auch das, was ich erwähnt habe, zu praktizieren, im Sinne von ein herzoffener Mann, so nenne ich das, zu sein, wo ich eben auch Intimität wage, im Sinne von eben was Persönliches zu erzählen. Ja? Und dann gibt es, das ist ja auch im platonisch-freundschaftlichen Raum so, dass es dann halt, man kommt ins Gespräch oder eben nicht. Ja? Auch da muss es, wenn man so will, funken oder die Chemie stimmen. Ja? Und so handhabe ich das. Ja? Also wenn da jemand, ich bin ja Coach, deshalb kommen Leute ja mit einem Bedarfsfall, die sind ja insofern häufig schon gefiltert, die wollen ja schon mit einem Männergespräch sozusagen einsteigen, in dem Fall bei mir als Coach. Und andere, denen erzähle ich einfach aus meinem Leben und dann gibt es Resonanz und dann fragen die nach und dann kann ich weitererzählen und eben das Vorleben, was ich da gelernt habe. Ah, okay. Das nehme ich mit. Also das werde ich versuchen umzusetzen. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Guter Hinweis. Was können wir weiterhin tun? Wie zum Beispiel hier diesen Podcast zu machen, aber auch Männerstammtische zu etablieren. Was kann ich als einzelner Mann, der das vielleicht jetzt hier hört, noch tun? Ja, also das ist ja, es kommt auch wieder ein bisschen auf diesen Bedarfsfall an. Also jetzt gerade höre ich so ein bisschen raus, wie kann man diese Message oder die Tatsache, dass es so eine Art von menschlichen, männlichen Miteinander oder auch Männerarbeit, wie es manchmal genannt wird, gibt. Mhm. Ja. Das kann man tatsächlich durch solche Multiplikatoren, wie zum Beispiel diesen Podcast oder den Newsletter der Mayvolution etc. Ja. Mhm. Jemand, der schon so weit ist, der sagt, ich möchte gerne eine Männergruppe gründen oder ich möchte gerne eben diese Art von Männergemeinschaft bei mir zu Hause erleben, ja, der kann tatsächlich sich bei der Mayvolution melden und sich im Newsletter listen lassen mit einem Angebot bei sich zu Hause, sage ich mal, sei es ein Männerfilmabend bis zu bestimmten sportlichen Aktivitäten, bis hin zu das, was wir manchmal Stammtisch nennen, aber was eben ein monatliches oder wie auch immer regelmäßiges Netzwerktreffen ist, wo man diese Art von Qualität pflegt, ja, wo man hingeht, um ein Männergespräch zu führen, nicht nur um ein Fußballspiel zu schauen, sondern tatsächlich die ganz bewusst unter Männer, weil mir diese Qualität gut tut. Ja. Das allein macht schon den Unterschied, dieses Bewusstsein dafür zu haben und deswegen hinzugehen. Dann passieren auch schon ganz andere Gespräche, die dann eben Teile oder vollkommen diesen Effekt auslösen, von dem ich gesprochen habe. Ja. Dieses wirkliche sich gut fühlen unter Männern und da wirklich Kraft und Motivation und auch Herzöffnung zu erfahren. Ja, wow, Wahnsinn. Was kann ich oder was können wir noch erwarten von dir? Was steht an so für 2023? Also Mannseinskonferenz auf jeden Fall. Da versuche ich auch mit dabei zu sein. Aber trotzdem, was hast du noch weiter vor? Ja, ich hoffe sehr, dass du und ihr alle zur Mannsein kommt, zumindest die Männer. Ja, das ist tatsächlich eine Veranstaltung, die für Männer ist. Ja. Alle Damen und andere, die gerade zuschauen, die dürfen sehr, sehr gerne in unsere Mediathek gucken. Also wir spielen nicht mit verdeckten Karten, da kann man auch das sozusagen Vorträge und alles sich auch in der Mediathek ansehen. Ja. Deshalb freue ich mich sehr, wenn ganz, ganz viele dann in Berlin im Juni zu uns kommen. Von mir persönlich, ich gebe Workshops, ich gebe Einzelcoachings. Wer sich auf mannsvolk.net informieren möchte, das ist meine Webseite. Vielleicht kannst du die ja auch noch irgendwo einblenden oder mit dazu schreiben. Genau. Da findet man meine Angebote und ich freue mich sehr, wenn ich die Männergeschichte von den Zuhörern und Zusehern höre, insbesondere dann, wenn sie Unterstützung wollen oder brauchen bei ihrem Weg als Mann.
Das packe ich definitiv mit rein. Das schreibe ich in die Folgenbeschreibung, in die Shownotes mit rein. Das sehr, sehr gerne. Dann darf sich jeder und kann sich jeder bei dir melden. Absolut. Sehr schön. Sehr John, schön. Wir wären am Ende. Hast du noch eine Message, die du sagen wollen würdest? Ja, also es gibt so ein Mantra von mir, das auch schon total mitklang jetzt in unserem Gespräch. Ja, aber das heißt, ganz Mensch sein als Mann. Ja, das ist die Grundlage meiner Arbeit und das ist auch mein Wunsch für die Gesellschaft und für unsere Zukunft. Das lasse ich gerne so stehen. Das hört sich total schön an. Und ich sage dir ganz herzlichen Dank, lieber John, für deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung, lieber Tino. Bis dann. Ich danke, John Aigner. Ich danke dir als Zuhörer, dass du mit dabei warst. Und du darfst dich auf die nächste Folge mit einem wundervollen Mann freuen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Dein Tino. Ciao. Werbung in eigener Sache. Vom Mannsmann gibt es jetzt auch als Verlag. Und ich, Tino, bin jetzt Autor und Verleger. Und ich habe ein neues Buch geschrieben. Ein Buch für dich als Mann, aber auch für dich als Frau. Männer der neuen Zeit, ein Ratgeber. Was ist das? Männer der neuen Zeit ist ein Ratgeber, der sich an Männer richtet, die mit den herkömmlichen Geschlechterrollen nicht konform gehen wollen. In diesem Buch wird deutlich, dass die Einführung von Gleichberechtigung und Feminismus längst überfällig war und nun endlich auch für Männer positive Aspekte hat. Willst du mehr über dieses Buch und mein Schaffen erfahren, hol es dir auf iBooks, Amazon Kindle oder auch auf ePubli. Vielen Dank.